Hi Leute und herzlich willkommen zurück bei Nioh 2. Ja, Tokichiro ist besiegt, aber was ist mit den ganzen Geistersteinen, die dort hinten ja, gelagert waren? Was ist mit diesem merkwürdigen Magier oder Zauberer? Und ist Tokichiro wirklich tot? Oder hat ihn der Zauberer in einen Yokai verwandelt? Es sah fast so aus. Am Ende des letzten Videos hatte er so diese roten Augen bekommen. Das ist, als ob es ein Hinweis, ja, wie ein Hinweis, als ob er sich verwandeln würde in einen Yokai. Das gilt es auf jeden Fall noch herauszufinden. Werden wir Tokihiro wiedersehen? Wir machen weiter in der Story. Wir verlassen den Pfad jetzt nicht mehr und gehen hier somit die nächste Hauptmission an. Der feurige Dämon. Nehme ich das nur so wahr? Oder sieht der Himmel für dich auch ein wenig seltsam aus? Ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Aber da Tokichiro tot sein soll, was genau geht hier vor sich? Ich glaube, du solltest dich schnell zurück zur Tokugawa-Festung begeben. Achte nur darauf, einen klaren Kopf zu bewahren. Ja, ich werde mich bemühen. Inmitten einer durch den tapferen Kampf der Tokugawa-Armee hervorgerufenen Pattsituation wird Tokichiro während des Angriffs von seinen ehemaligen Begleitern niedergestreckt. Daraufhin nähert sich ein Mann mit roten Augen seiner Leiche. Und der Verlauf der Schlacht ändert sich. Da haben wir es doch schon. Irgendwas geht hier vor sich. Komaki Nagakute. Und Mumio hat sich mit uns verbündet. Und ich höre doch den ersten Kodama irgendwo. Da ist er. So, und wir starten wieder an dem Schrein, an dem wir hier zuletzt aufgehört haben. Am direkten Punkt des Bosskampfs mit Tokichiro geht's zurück in das geheimnisvolle Dorf. Und riesige Geistersteine sehen sie aus, als ob sie kurz vorm Explodieren stünden. Wir sind im Spiel, Freunde. Wir sind im Spiel. Das nehmen wir noch mit. Ah!
man geht gleich etwas vorsichtiger durch die Gegend. Denn der Vorspann, der versprach wirklich nichts Gutes. Ich weiß, Mumio, ich weiß. Wo kommen die Dinger her? Ja, ich wollte mich gerade heilen. Okay, also, das Ganze nochmal. Und wir haben gerade gesehen, aus diesen Steinen, aus diesen Kristallen, ist ein Yokai hervorgesprungen. Und wir gehen hier diesmal die andere Richtung, den kleinen Pfad hier. Den hatte ich eben gar nicht gesehen. Und verschaffen uns mal einen kurzen Überblick. Da hinten steht ein Kodama. Den bearbeiten wir schon mal hier. Und anscheinend droppt er immer wieder Yokais. Das heißt, wir müssen erst die Kristalle zerstören. Die Erde bebt. Okay, ich glaube, so funktioniert's. Erst die Kristalle und dann geht's weiter im Spiel. Hier ist der Schutzgeist. Und er durchbricht einfach meine Spezialattacke. Warum? Warum machst du sowas plötzlich? Weil wir uns am Ende des Spiels befinden, wahrscheinlich. So sieht es zumindest aus. Also so stelle ich mir das Finale vor. Wir holen uns jetzt erstmal den Schutzgeist wieder. Nein. Erst er hier. Anlocken. Schutzgeist. Und da hinten ist schon der nächste Kristall. Und ich weiß nicht so recht, wo ich lang gehen soll. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Wir gehen mal hier lang, Richtung nächster Kristall. Und kümmern uns nacheinander um jeden einzelnen. Oh nein, echt jetzt? Echt jetzt? Okay. Dann soll's sein. Können wir ihnen schon ein bisschen was machen? Ja, können wir. Aber er weicht aus. Na komm schon. Komm schon. Und go.
Erstmal wieder durchatmen. Ein neuer Seelenkern. Nicht schlecht, wie du mich im Griff hast. Bring mir alles, was zerkleinert werden soll, und überlass den Rest mir. Also, einen neuen Spezialattacke, einen neuen Seelenkern haben wir hiermit erhalten. Den könnten wir auch am besten gleich mal anlegen beim nächsten Schrein. Ich hoffe, er kommt bald. Aufleveln können wir uns auch. Also, Gott sei Dank, das ist gut gegangen hier. Absolut. Also, jedes Mal, wenn wir hier einen Kristall zerdonnern, dann bebt die Erde. Ich glaube, das sind die Schmerzen der Yokai. Die Schmerzen der Dämonen, die wir ihnen zufügen. Hey! Ein Sodama! Na komm, irgendwas Feines haben wir für dich. Irgendeine Waffe, die wir nicht brauchen. Dir zum Beispiel. Na komm, schnapp's dir. Er freut sich wieder. Naja, wir gehen mal weiter. Und dort drüben ist schon der nächste Kristall. Dort drüben ist noch einer. Also mindestens noch zwei. Check this out. Ich kann mich fast gar nicht mehr heilen. Ja, wo lang? Wo lang jetzt? Mumio gibt schon Gas. Das war eine Spezialbehandlung für dich. Und wer steht dort? Von hier aus nicht zu treffen. Erstmal raus aus der Gefahrenzone. Okay, ich gehe mal ein bisschen raus, dann retten wir Mumio. Thank you.
Das war's mit den Elixieren. Keine mehr am Start. Und das war's mit dir, Kollege. Auf in den Ruhestand. Nein, kein Boss jetzt bitte. Nein. Wir haben keine Elixiere mehr. Ja, Alter, wo hast du den hergezaubert? Okay, das wird nix. Hachizuka Koruko. Ja, Freunde, man sieht's. Also, es geht sehr wahrscheinlich auf die Zielgerade hier in der Kampagne. Dann würde ich sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder original an diesem Platz. Immerhin ein Boss haben wir besiegt hier in dieser Folge. Eine ja, Reinkarnation des Bossgegners, den wir schon mal kennengelernt haben im Laufe der Story. Ja, ich denke, ihn hier werden wir auch besiegen können. Allerdings brauchen wir dafür mehr als ein Elixier wahrscheinlich. Wir sehen uns wieder an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal und ciao.